Erika Walland-Zwicknagel kam 1944 nach Murau als praktische Ärztin. Sie hatte es nicht leicht, sich mit ihren, neben ihren männlichen Kollegen einen Platz in diesem Metier zu verschaffen. In ihrer Praxis am Murauer Hauptplatz arbeitete sie an den Patienten, sie machte aber auch viele Hausbesuche im ganzen Bezirk. Praktische Ärzte der Zeit waren eigentlich für die gesamte medizinische Versorgung zuständig, weil es keine Fachärzte am Land gab. Für die Hausbesuche hatte sie am Anfang ihr Fahrrad, auf dem sie die gesamte medizinische Gerätschaft mitzuführen hatte. Eine Tasche für die Geburtshilfegeräte, die Tasche mit den medizinisch-chirurgischen Instrumenten, den Medikamenten von Sterilisierflüssigkeiten bis zu Spritzen. Es war in dieser Anfangszeit nicht leicht, Medikamente zu bekommen. Penicillin gab es kaum. Schmerzmittel konnte sie nur verschreiben, wenn sie selber welche hatte. Trotz allem hat Erika Walland-Zwicknagel bis kurz vor ihrem Tod 1987 in Murau praktiziert. Wir im Murauer Handwerksmuseum haben noch die medizinische Gerätschaft dieser faszinierenden Frau. Viele Murauerinnen und Murauer können sich noch an die außergewöhnliche Ärztin erinnern.